Schritt 3: Aufgaben des Wahlvorstands. Das Betriebsverfassungsgesetz regelt ganz lapidar: Der Wahlvorstand muss die Betriebsratswahl unverzüglich einleiten, durchführen und das Wahlergebnis feststellen. So steht es im Gesetzestext. Aber was heißt das eigentlich ganz genau und welche Aufgaben hat der Wahlvorstand? Naja, also das, was da jetzt im Gesetz so einfach klingt, dahinter verbergen sich schon eine ganze Menge an Maßnahmen und Entscheidungen, die der Wahlvorstand jetzt treffen muss. Er muss zum Beispiel entscheiden, wann soll die Betriebsratswahl denn stattfinden? Wo soll sie stattfinden? Wie lange soll das Wahllokal geöffnet sein? Er muss eine Wählerliste erstellen und er muss das Wahlausschreiben veröffentlichen. Was muss der Wahlvorstand in dieser Phase noch beachten? Er darf dabei nicht vergessen zu prüfen, ob in dem Betrieb vielleicht viele ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, die der deutschen Sprache gar nicht oder vielleicht nur sehr schlecht mächtig sind. Was dann? Naja, also diese Kolleginnen und Kollegen, die müssen dann gegebenenfalls in ihrer Muttersprache informiert werden. Und wie verhält es sich, wenn ein Unternehmen mehrere Betriebsteile hat? Ja, dann muss der Wahlvorstand auch noch entscheiden, ob es einen Betriebsrat zu wählen gibt oder mehrere. Ja, und er muss festlegen, wie viele Betriebsratsmitglieder sind denn eigentlich zu wählen, wie viele Sitze gehen an das Geschlecht in der Minderheit, wo sollen Einsprüche gegen die Wählerliste eingelegt werden oder wo können überhaupt Erklärungen der Belegschaft an den Wahlvorstand abgegeben werden. Bevor Sie als Wahlvorstand durch den Erlass des Wahlausschreibens die Betriebsratswahl einleiten können, haben Sie noch viele Aufgaben zu tun. Legen Sie Termin, Ort und Öffnungszeiten des Wahllokals fest. Erstellen Sie die Wählerliste und veröffentlichen Sie das Wahlausschreiben. Ausländische Mitarbeiter müssen in Ihrer Sprache informiert werden. Entscheiden Sie, ob ein oder mehrere Betriebsräte gewählt werden. Die Anzahl der Betriebsratsmitglieder, Sitzverteilung und vieles mehr muss festgelegt werden. Alle diese Dinge sind in der Wahlsoftware exakt geregelt. Insbesondere der integrierte Rechner hilft Ihnen bei der Anzahl der Betriebsratssitze und bei der Verteilung der Sitze nach Geschlecht.